MS, seit wann habe ich MS? Ich würde sagen, so die ersten Ausfälle neurologisch hatte ich Ende 2004, da noch nicht wissend, was ich eigentlich habe. Und die Diagnose selber habe ich Anfang 2005, März 2005 gekriegt, also jetzt seit 11,5 Jahren etwa. Ich hatte mich vorher vom Hausarzt komplett durchchecken lassen. Der hat mich komplett auf den Kopf gestellt, sämtliche Blutbilder und Lunge geröntgt und alles. Und ich habe dann meine Symptome übers Internet erforscht. Und meine Frau meinte noch, ja, nee, das wird keine MS sein. Das ist vielleicht nur Bandscheibenvorfall und so. Einige der Symptome passten auch auf den Bandscheibenvorfall. Aber das Gesamtpaket passte überhaupt gar nicht. Und so landete ich beim Neurologen, halt, hat mich da vorgestellt mit Montag. Mein Name ist Seeger, ich glaube, ich habe MS. Und eine Woche später hatte ich dann die Diagnose. Ich habe eigentlich fast das ganze Programm mitgenommen. Ich hatte einen tauben Rumpf, ich hatte taube Finger, ich hatte Gleichgewichtsstörungen. Also gerne mal in der Wohnung plötzlich einen Ausfallschritt nach links gemacht und dann mit dem Fuß gegen den Türrahmen. Ich glaube, ich hatte mir damals sogar ein Zeh gebrochen damit. Ging auch kaum noch. Also ich bin eigentlich so wie besoffen durch die Gegend geeiert, aber war stocknüchtern. Also beim Arzt dachte ich nur, jo, war klar. Hat mich jetzt echt nicht geschockt. Das große schwarze Loch kam kurz danach, so als ich dann wieder zu Hause war. Also ich habe mich tatsächlich irgendwie ein paar Nächte in den Schlaf geweint, weil ich einfach irgendwie Zukunftsangst hatte. Man ist ja völlig ahnungslos und weiß ja nichts. Das ist ja das Spannende. Man weiß ja wirklich gar nicht, wie es verläuft. MS ist so ein Thema, wenn man drauf zu sprechen kommt, kommt eigentlich im Bekanntenkreis jeder Zweite mit, oh, ich kenne auch jemanden, meine Schwester, meine Cousine, weiß der Geier. Also es ist doch weiter verbreitet, als man so denkt, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Viele sind halt, ja, ausgebrannt. Denen geht's so schlecht. Die haben auch eigentlich abgeschlossen damit und sagen, es ist, wie es ist und besser wird es nicht mehr. Und ich habe so eine positive Grundeinstellung sowieso und die habe ich mir erhalten können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich aufwache und denke so, ey, scheiße, Alter, du bist krank. Ich beobachte die News und was sich da so ergibt und so und beobachte die Foren, bin schon im Thema. Klar denkst du in dem Moment dran, aber es ist einfach da. Ich habe jetzt gerade mal, das erste Mal seit 11 Jahren tatsächlich, lahme Beine und etwas taube Füße und habe das Gefühl, dass ich komisch durch die Gegend eier. Klar denkt man jetzt gerade mal dran, weil eine leichte Beeinträchtigung da ist. Aber es ist jetzt auch nichts, was einem den Tag verdirbt. Die meisten sind dann ja sowieso überrascht, wenn man auf das Thema kommt und man sagt, ich habe MS seit 11 Jahren. So, was? Das kann doch gar nicht sein, ne? Also, huch. Ich halte mich eigentlich immer gerne auf dem Laufenden, was so passiert. Also ich habe auch sämtliche Newsfeeds abonniert und so kriegt man halt immer ziemlich schnell mit, was in der Forschung los ist. Ich sag dann auch gerne mal Neurologen, wenn ich was Spannendes gefunden habe. Ich suche jetzt nicht aktiv nach betroffenen MS-Lern, weil mein Arzt hatte mir nahegelegt, damals an einem MS-Coping-Seminar, ein Seminar zur Krankheitsbewältigung, teilzunehmen. Das habe ich auch gemacht. Das war auch ganz interessant. Aber da saßen halt unheimlich viele Betroffene und auch unheimlich viele, denen es echt schlecht ging. Und man hatte es selber gerade erst 2 Jahre und denkt so, oh Gott, so. Ich habe mich ja anfangs sehr im Netz getummelt, sonst hätte ich ja die Aktivität auch nicht gezeigt in diesen Foren und so. Aber da ist eigentlich eine eher negative Grundstimmung. Da ist es auch schwer, als so Pausenclown und gut gelaunter Mensch eine vernünftige Stimmung reinzubringen. Das geht kaum. Ingress ist, würde ich sagen, im positiven Sinne ein Nerd-Spiel, eigentlich auch ein Erwachsenenspiel. Man trifft sich ab und zu mal mit Leuten, wenn es zeitlich passt. Also es ist ein sehr kooperatives Spiel, es ist ein Teamspiel eigentlich. Man kann auch alleine durch die Gegend laufen und mit Portalen dort interagieren. Aber richtig sinnvoll wird es wirklich erst, wenn man sich in der Gruppe trifft. Meistens trifft man sich an irgendeinem speziellen Punkt und macht da ein bisschen Aktion und danach geht man noch nett was essen und was trinken und klönt ein bisschen Blödsinn. Der Slogan von Ingress ist ja auch It's time to move und der Entwickler hat es ja auch damals entwickelt, um die Leute von der Couch runterzukriegen, damit sie sich auf die Straße begeben und sich bewegen.
Und gerade jetzt, wo ich aktuell die Probleme mit meinem Bein habe, wo ich eigentlich nicht so viel Lust habe zu gehen. Es gibt auch halt so Tage, das ist ein bisschen doller. Also es ist momentan so, wenn ich morgens aufstehe, sagt der Gehapparat so, ne, ich bin nicht deiner, ich mache jetzt noch nicht mit. Dann tun mir die Knie weh und es fühlt sich alles vermuskelkatert an. Und nach einer halben Stunde, wenn man erst mal am Gang war, ist es okay und dann kann man sich bewegen. Ne? Und ich denke, es ist auf jeden Fall gut, so viel Bewegung zu haben. Also im Endeffekt hat sich nach der Diagnose auch meine Einstellung zum Leben geändert. Solange man gesund ist, lebt man ja einfach so jeden Tag. Und es ist normal, dass man gesund ist. Und es ist normal, dass man halt Kopfschmerzen hat, wenn man was getrunken hat. Das sind selbstgemachte Leiden, selber schuld. Wenn man dann diese Krankheit hat, weiß man doch irgendwie jeden Tag zu würdigen, an dem man beschwerdefrei ist. Ich meine, man wacht jetzt nicht auf, himmelhoch jauchzend und sagt, oh cool, ich hab nix. Aber irgendwie hat es eine andere Qualität. Und umso mehr trifft es einen dann auch, wenn doch mal wieder irgendwas muckt. Ich hatte immer die Lebensmaxime, so, das war so mein Spruch, alles wird gut. Und als dann alles im Arsch war, dachte ich so, okay, wir ändern das jetzt, alles wird besser. Und das hat irgendwie auch geklappt. So, alles wurde besser.